Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit. Wir haben heute den 15. September und ja, die Saison ist eröffnet. Die Läden sind voll mit Lebkuchen, Marzipan, Kartoffeln, Deko und so weiter. Habe ich schon alles gesehen, aber es gibt auch gute Nachrichten. Im Nagellackbereich gibt es wieder tolle Adventskalender. Ich stelle euch 3 Stück von Jolifine vor. Alle habe ich selber gekauft. Das Video ist nicht gesponsert. Meine ehrliche Meinung bekommt ihr in beiden Fällen immer, egal ob es eine Kooperation ist oder nicht. Wie gesagt, heute ist es keine, da möchte ich sehr transparent sein. Und heute stelle ich euch dann einmal an erster Stelle den Premium-Adventskalender von Jolifine vor. Ihr habt es ja auch schon anhand des Thumbnails gesehen und anhand des Titels. Ich finde dieses Jahr die Verpackung richtig toll. Es ist komplett anders als letztes Jahr und ich bin super gespannt, was wir dazu sagen werden. Ich hole mir gleich noch eine zweite Kamera, damit ihr das Ganze auch wirklich live sehen könnt. Und dann werden wir das Ganze einmal auspacken. Ach und übrigens, alle Adventskalender, die ich hier auf meinem Kanal in diesem Jahr vorstellen werde, werden auch wieder verlost. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, passt gut auf. Eventuell werde ich das im Video erwähnen, wie das Ganze funktioniert. Oder aber, es sieht schon sehr gut aus. Oder aber ihr findet das unten in der Infobox. Also, los geht's. Einmal das hier zur Seite. Das kann quasi weg. Und dann sieht das Ganze sehr interessant aus. Wir haben hier Schubladen drin. Mein Lieblingswort, Schublade. Und dann kann man das hier so rausziehen. Hier sind so kleine Bändchen dran. Und hier haben wir auch schon die gewohnten Päckchen mit den Sachen. Und dann fehlt mir noch die zweite Kamera. Kommt einmal hier hin, weil das hier meine Schokoladenseite ist und ich nicht da hingucken will. Wir tun jetzt mal einfach so, dass das hier nicht existiert. Aber ohne kann ich das Ganze hier halt nicht doppelt aufnehmen. Die erste Geschichte ist hier schon einmal drin und die anderen muss man wahrscheinlich dann die Schubladen hinweg durchsuchen. Ignoriert meine aktuellen Fingernägel, die müssen gemacht werden, aber das wird ein eigenes Video mit ganz neuen Produkten, was die Nagelhaut anbelangt, die Vorbereitung, die Pflege und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt dann auf das Video. Kleiner Spoiler am Rand. Und die erste Farbe hier in der Nummer 1 sieht schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich einmal hin und her schauen. So viele Monitore hier überall. Hier haben wir eine Farbe, nennt sich, das ist ein Basecoat. Basecoat Rosé Glimmer. Ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, wenn ihr mich fragt. Man kann ja immer bei Jolifine direkt schon im Deckel sehen, was einen erwartet. Und das liebe ich an den Shellacken. Ist, glaube ich, auf der eher normaleren Seite. Da bin ich schon viel, viel dickere gewöhnt. Jetzt muss ich einmal schauen. Hier ist wirklich so ein leichter Schimmer drin. Und der riecht ganz schön doll. Direkt wegpacken. Also ist eine schöne Farbe, auf jeden Fall. Passt er jetzt dann auch richtig in die Weihnachtszeit mit diesem Glimmer, Glitzer, wie auch immer da drin. Aber finde ich ganz nice für die Nummer 1. So, die 2 ist hier nicht mehr drin. Deswegen schauen wir einmal weiter. 2, 2, 2. Ja, oh, das ist groß. Ein Lack und ein sehr schöner Rotton, Cozy Red. Ich habe gerade gedacht, den könnte ich schon haben, aber ich glaube, hier sind Exklusivlacke drin, die erstmal so nur in dem Adventskalender zu bekommen sind. Das ist ein richtig schöner Rotton. Passt jetzt sehr gut in den September, Oktober rein. Auch noch vielleicht so im Januar, Februar. Aber dann wird es bei mir schon wieder die Zeit für Frühlingsgeschichten auf den Nägeln, wenn ich mal dazu komme. Ich hoffe, nächstes Jahr geht es ein bisschen einfacher, wenn das Baby größer ist. Dann habe ich auch mehr Zeit für Fingernägel lackieren. So ein ruhiger Rotton. Halt nicht so barmrot, sondern wirklich schön ruhig. Cozy Red. Okay, das wird mich nerven, hier jedes Mal hin und her zu switchen. Ich glaube, gleich nehme ich die alle raus. So, lass mich mal schauen, wo wir die 3 haben. Ja, hier ist auch ein Lack drin. Und zwar ist das hier einmal Fashion Petrol. Muss ich direkt einen Abzug in der B-Note geben, weil ich glaube, letztes Jahr war ein Petrolton als Stamping-Lack drin. Und bei Neonail als UV-Lack, wenn mich nicht alles täuscht. Oder als normaler Lack, das kann auch sein. Petrol ist nicht meine Farbe, warum auch immer. Aber ich hoffe, die Person, die am Ende diesen Adventskalender gewinnen wird, wird sich darüber freuen. Hier habe ich hier einmal. Hier haben wir wieder einen Lack. Oh, der sieht gut aus. Das ist Fancy Roses Glitter, also eine schöne Effektgeschichte. Das sieht hier in dem Licht, das sieht in der Kamera anders aus, aber hier in dem Licht sieht es schon richtig toll aus. Das ist, glaube ich, so ein richtiger Hingucker. Oh ja, ist das einer der reflektierenden Lacke? Ich muss einmal schauen hier. Einmal Flashlight an. Ja. Ihr könnt es jetzt, glaube ich, ein bisschen in der Kamera sehen. Und solche Lacke machen sich am allerbesten in einem künstlichen Licht. Das sieht richtig toll aus. Also das glitzert wie tausende von Diamanten. Und so in dieser Variante mit noch so verschiedenem Glitzer drin, also so, dass es in den Farben glitzert, meine ich, habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe eher dezente Töne, Disco-Lacke von LA Rock als auch von Cupio. Könnt ihr gerne in die Videos reinschauen.
Das sieht richtig toll aus und das war ja der Trend dieses Jahr. Also bei dem bin ich schon so ein bisschen traurig, dass ich das Ganze wieder weiter verlose. Die Nummer 5. Also hier haben wir ein Pastel Blossom und da habe ich von Frühling vorhin geredet. Ja, und das ist die Farbe, die mir wirklich richtig gut dann gefallen würde. Schöner Pastellton. Die Farbe muss ich mir merken. Vielleicht bestelle ich mir den irgendwann nochmal. Ich glaube, das ist ja auch mal bei Julie Fien so. Am Anfang sind die Sachen exklusiv im Adventskalender und später kann man die auch so im Shop kaufen. Also richtig toller Pastellton. Gefällt mir sehr, sehr gut. Erst recht, weil der halt auch wann anders tragbar ist. Dann kommen wir jetzt zum Nikolaus. Und beim Nikolaus, ja, ihr habt ja vielleicht schon letztes Jahr eingeschaltet, da will ich immer so ein bisschen überrascht werden, ne? Aber es ist jetzt einfach auch wieder ein Shellac natürlich. Aber vielleicht so ein etwas besonderer. Und das ist Flash on Red Berries. Und das ist dann wieder wahrscheinlich ein Disco-Lack. Hier muss ich wirklich sagen, toll von Julie Fien, dass sie den Trend aufgegriffen haben. Denn das ist tatsächlich der Trend 2021. Jetzt wollen wir auch einmal kurz schauen, wie das Ganze mit Flashlight aussieht. Das ist schon echt nice. Und wie gesagt, in echt sieht es noch komplett anders aus. Ist so ein bisschen im roten Bereich mit Silber. Silber ist das nicht. Was ist das? Doch so ein bisschen silbrig dann auch noch. Also sieht sehr, sehr schön aus. Und die reflektierenden Geschichten, ich bin ein Fan davon. Und habe ich bisher tatsächlich viel zu selten noch auf den Nägeln getragen. Oh, 7 ist sehr, sehr groß. Aber ja, was rede ich da? Es ist ja nicht der Premium-Adventskalender. Also hier ist immer viel Luft drin. Jetzt weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, dieses Design und diese Art von Adventskalender für die Shellac-Variante. Es ist halt viel Luft, die mit versendet wird. Also das hätte vielleicht auch anders sein können. Aber es sieht schön aus. Hier sind wir jetzt bei Creamy Caramel. Oh, doch, das ist ein Nude-Ton und der spricht mich, glaube ich, sehr an. Das sieht toll aus. Also sieht richtig toll aus. Das hier ist, glaube ich, ein Ton, der wirklich allen gut steht, die egal kühlere Töne bevorzugen oder halt auch eher warme Töne. Ich bin ja eigentlich für warme Töne, aber manchmal so ein schöner Nude-Ton kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es jedem passt. Die 8. Sand Effect Pastel Lavender. Klingt sehr gut. Ich habe noch gar keinen Sandeffekt-Lack da. Und ich glaube, die sehen so ein bisschen besonders aus auf den Nägeln. Wenn ich euch ein Beispielbild einblenden kann, dann werde ich euch das zeigen. Und von denen werde ich mir eventuell auch noch etwas zulegen. Ist meiner Meinung nach in dem Ton, ist das eine Wintergeschichte? Ich finde so ein bisschen weniger. Oder kann man das immer tragen? Ich würde es eher wahrscheinlich in Richtung Frühling, Sommer orientieren. 9. Ja. Schöner Glitzer. In Silber, Blau und Grün. Hier haben wir Endless Space Glitter. Ich finde es schön, dass hier halt wirklich auch so Wintergeschichten dabei sind. Damit kann man einen schönen Akzentnagel machen. Vielleicht auch alle Fingernägel, wenn ihr mutig seid. Und sieht gar nicht schlecht aus. Also es sind auch verschieden große Glitzerpartikel drin. Das mag ich ja ganz besonders gern. Dann ist es nicht ganz so langweilig. Die 10. Der gefällt mir bisher wirklich richtig gut. Die 10 ist ein Bärenton, und zwar Red Plum. Oh, der sieht richtig schön satt aus. So sieht bei mir meistens meine gemischte Beeren-Smoothie-Bowl aus, die ich mir definitiv selber zu Hause mache und die genauso lecker ist wie aus dem Fancy Café. 11. Hier haben wir Flexible Builder. Ich bin ein großer Fan des Flexible Builders. Ihr könnt trotzdem noch eine Base dazu tragen oder nur den. Ich glaube, es wird empfohlen, eine Base zu nehmen. Und das hier ist Make-up Glam. Glam bedeutet, ja, so ein bisschen ein Glimmer oder Schimmer oder Glitzer da drin. Und das schreit eigentlich meinen Namen. Also es sieht sehr gut aus. Richtig dezent, aber ich habe so ähnliche Lacke von Cupio, deswegen bin ich nicht allzu traurig. Bin ja auch so eine kleine Horterin von Lacken, ne? Also richtig tolle Farbe, gefällt mir super gut und würde ich eher in die Winterzeit reinorientieren. Was für ein Wort. Dann die 12. Knallig. Okay, hier haben wir Neon Pink Sunset. Und da muss ich sagen, das war auch schon so in der Art letztes Jahr da. Ich denke schon. Wenn ich mich richtig erinnere, war so ein krasser Ton letztes Jahr schon dabei. Der ist toll. Ich liebe solche Lacke und das ist hier wirklich im Neonbereich, genauso wie auch der Name sagt. Gefällt mir sehr gut, aber ist natürlich eine Geschmackssache und was für den Sommer 2022 dann. 13. Hier haben wir Cat Eye 90 Mystic Raspberry. Sieht toll aus. Richtig toll. Ich glaube, der sieht matt richtig Hammer aus. Ich glaube, sogar Shellac matt in solchen Glitzervarianten sieht immer richtig elegant aus. Und erst recht Cat Eye. Also ich bin großer Fan von sowas, aber ist natürlich auch Geschmackssache. Ich weiß, Cat Eye ist nicht jedermanns Sache. Und das hatte ich ja letztes Jahr kritisiert. Hier ist kein Magnet dabei. Den müsstet ihr euch dann sehr wahrscheinlich nochmal selber besorgen. Aber die haben ganz, ganz viele auf deren Seite bei Pretty Nail Shop. 14. Die 14 ist dann Light Grey Blue. Finde ich gut, dass das eher ein kühlerer Ton ist. Somit wird auch wirklich jeder Geschmack getroffen.
Ist aber auch nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, was Ähnliches von Neonail da. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Piednachtje. Hier haben wir Nightshine Bordeaux. Wieder tolle Farbe, passt sehr gut in den Herbst, der dann im Dezember, wenn ihr das öffnet, schon so ein bisschen vorbei ist, aber in den Winter immer noch sehr gern. Und meine Güte, man kann ja auch so ein Dunkelrot mal im Sommer tragen, passiert ja auch nichts. Das ist ein richtig sattes Dunkelrot mit so ein bisschen lila Anteil, glaube ich. Ich hoffe, ihr könnt das überall sehen. Hier ist ein bisschen der Pinsel abgespreizt, aber wenn es ganz borstig ist, könnte ich es natürlich auch abschneiden nachträglich noch. Dann die 16, das ist meine Lieblingszahl, weil ich an dem 16. Geburtstag habe. Und wenn ich es am 16. Dezember auspacke, dann ist es nur noch einen Monat bis zu meinem Geburtstag. Ich bin Steinbock. Hier haben wir Stars and Diamonds. Oh, das ist ein Shellac, in dem tatsächlich Sternchenglitzer oder Sternchenpartikel drin sind, aber auch so ein bisschen andere, glaube ich. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte, wenn man Lust auf Nail Art hat, ohne da groß irgendwie rumzuspielen und extra Sachen zu haben. Allein Glitzer plus irgendein Topcoat, wo man das reinmacht. Hier habt ihr alles in einem. Finde ich eine nette Geschichte. 17. Pastel Neon Apricot. Das schreit auch meinen Namen, wenn ihr mich fragt. Ja, stellt euch vor, Sommer, Sonne, Strand. Richtig schöne Farbe, auf jeden Fall. 18. Bin gespannt, was in der 24 drin ist. Hier haben wir Metallic Deep Red. Ja, der sieht jetzt so ähnlich aus wie eben gerade Cat Eye. Sogar sehr ähnlich, muss ich zugeben. Und wenn ich hier drüber über so einen Lack einen matten Topcoat gebt, habt ihr einen absolut atemberaubenden Effekt auf den Nägeln. Ich habe da auch ein Blau. Royal Blue, irgendwas von Julie Finder. Das in matt drüber sieht absolut toll aus. 19. Fashion Pink. Das gibt's nicht. Ich gebe zu, ich habe letztens erst meine Strip-Lack-Sammlung vom Anfang aufgelöst. Und eine Farbe habe ich behalten aus der alten Sammlung. Neue habe ich noch da. Das war, glaube ich, so ein Ton, weil der mir einfach das so angetan hat. Ich habe den mal einen Sommer lang in Hamburg rauf und runter getragen. Und da habe ich wirklich tolle Erinnerungen und ja, tolle Farbe. 20. Hier haben wir einen richtig dunklen Ton und zwar Navy Blue. Ja, ist ein toller Blauton. Ich würde aber sagen, der hat auch so ein bisschen was Petroliges in sich. Deswegen nicht ganz so mein Fall, aber ist ansonsten wirklich ein schöner Blauton. Ist einmal Cat Eye Nude Elegance. Okay, ist jetzt der zweite Cat Eye Lack und bisher habe ich noch keinen Magneten gesehen. Ist natürlich schade, wenn da keiner denn dabei ist. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an einen anderen Lack. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Wenn ja, bin ich den ein. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung mehr, wer das war. Aber ist eigentlich nicht schlecht, aber nicht so ganz mein Fall. 22. Hier haben wir Blush Touch. Okay, erinnert mich so ein bisschen gerade an den Einton, von dem ich so tolle Erinnerungen habe aus Hamburg. Aber der ist so ein bisschen dezenter. So ein bisschen mehr... Also ist ein richtig schöner... leichter Bärenton, vielleicht so die Richtung. Wir nähern uns der 24 mit sehr großen Schritten. Jetzt sind wir bei der 23. Ist ein knalliger Ton. Pastel Neon Water Lemon. Ist, glaube ich, auch eine tolle Geschichte für den Frühling und auch Sommer. Ist wirklich eine schöne Farbe. Und diese Farben von Julie Fien schneiden wirklich bei mir immer sehr, sehr gut ab, was die Deckkraft angeht und das Auftragen und alles drum dran. Ich habe damit nie Probleme. Hier haben wir jetzt die 24 und... ist jetzt auch einfach ein Lack drin? War es nicht letztes Jahr so? Oder in dem anderen Premium-Kalender war da eine Tasche drin? Nee, ist tatsächlich auch nochmal ein Lack. Und ich glaube, in dem Shellac-Kalender letztes Jahr waren es auch komplett nur Lacke. Hier haben wir einen Topcoat und eine Schwitzschicht und zwar Twinkle. Kann ich mir jetzt erstmal noch nicht so viel drüber vorstellen oder drunter vorstellen. Ich mache den einmal auf. Also ohne Schwitzschicht finde ich schon mal gut, weil die einfach richtig gut immer glänzen. Und das ist einfach ein Topcoat, der Silberglitzer drin hat und der riecht sehr, sehr nach Dauerwelle, wenn ihr noch wisst, was ich meine. Ich schaue einmal, ob der irgendeinen Effekt hat hier in dem Licht, aber ja, doch so ein bisschen. Ich glaube, man kann es sehen, erst recht, wenn das Ganze so ein bisschen unscharf ist, finde ich, sieht man es doch, dass es einen schönen Effekt hat. Aber das ist Glitzernummer, ne? Ja, also ist schon toll, dass was Besonderes drin ist und halt ein Topcoat. Aber ich muss wirklich sagen, Julie Fien hat richtig, richtig tolle Base- und Topcoats, die sehr, sehr besonders sind. Und die sind hier so ein bisschen kurz gekommen. Leider. Okay, meine Lieben, Stand heute, wir haben den 15. Das ist also heute ein Mittwoch. Am Montag haben sie das Ganze announced, dass es jetzt online ist. Man kann bestellen. Der hier ist schon leider nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Relaunch geben wird. Das soll natürlich nicht so sein. Und deshalb werden wir jetzt erstmal noch mehr Kalender für euch vorproduzieren, damit wahrscheinlich Ende nächster Woche die Kalender wieder online gehen können. Ja, meine Lieben, bin ich zufrieden mit dem Adventskalender? Ja oder nein? Und ich muss sagen, tatsächlich ja.
Es sind schöne Geschichten dabei, sehr tragbare Geschichten. Auch wenn da so ein bisschen mehr Glitzer dabei ist und so auch was in Neonfarben, aber das kennen wir auch vom letzten Jahr. Ich finde, dass sich so ein bisschen was mit Petrol und dieses Neonpink und so weiter hätte anders sein können. Und was ich ja schon gesagt habe, besondere Base, besondere Topcoats, davon hat Joliefine so, so tolle zu bieten. Da hätte ein bisschen mehr was drin sein können, anstatt nur Farben mit entweder Schimmer, Glitzer oder Cat Eye und dann ohne Magnet. Magnet wäre schon nice gewesen, seien wir ehrlich. Falls ich es noch nicht gesagt habe, alle Adventskalender hier werde ich verlosen. Alles Weitere findet ihr dazu unten in der Infobox. Ich hoffe, ich kann damit jemanden super, super glücklich machen. Und wenn ich das jetzt schon im Oktober verlose, dann werdet ihr natürlich sehr viel Geduld haben müssen, das Ganze zu Hause nicht anzurühren und dann halt erst zu öffnen, wenn der Dezember da ist. Es ist noch ein bisschen hingeführt. Und dann zack ist er da und wir haben alle keine Geschenke. Oh mein Gott. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann schon bei dem. Lasst mich überlegen. Als nächstes kommt der Premium-Adventskalender. Ich habe aber auch noch meine Nagellacksammlung, die ich aussortiert habe. Wollte ich euch auch nochmal zeigen. Wir schauen mal, was online geht. Ihr werdet sowieso sehen, wenn ihr mich abonniert habt. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerne an der Stelle nachholen. Freue ich mich natürlich drüber. Und wir sehen uns dann schon beim nächsten Mal wieder. Bis dann.